Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der Sims 4 Lucky Legacy Challenge. Und wir sind natürlich wieder hier bei unserer süßen Sky. Und ich sehe, sie hat auf definitiv sehr, sehr viel abgenommen schon. Aber ich meine, sie isst ja auch nichts, weil sie ja ein Vampir ist. Deswegen ist es vielleicht gar nicht mehr so ungewöhnlich, to be honest. Ich würde sagen, wir drehen jetzt erstmal am Rad und schauen mal. Was haben wir denn? Die 101. Mal schauen, was geschieht dann. Halbiere deine Simoleons. Oh, das ist aber nicht so schön. I don't like this. Aber das ist halt tatsächlich eine Sache, dann können wir an dem Samstag nochmal neu rollen. Ja. Dann muss ich das jetzt mal eben halbieren, ne? Damit ich keinen Fehler mache mit Taschenrechner, dies, das, ne? So, 1089. Set it. Ah. Ja. Aua. Aua, aua. Wir können uns auf jeden Fall heute ja irgendwie vielleicht nochmal mit Carla treffen. Weil, wie gesagt, also ich guck mal. Bei ihr, sie ist schon eine Erwachsene. Und sie hat jetzt halt schon nur noch 8 Tage als Erwachsene. Deswegen wäre es jetzt schon sinnvoll, wenn wir halt das jetzt ein bisschen schneller angehen tatsächlich. Und dann vielleicht auch zügig dann mit ihr dann auch ein Kind zeugen und so, weil, ja, also ich möchte natürlich auch gerne sie heiraten und so, aber ich weiß halt nicht, inwiefern das denn jetzt alles klappen wird und so. Ich meine, mit ihr haben wir keinen Zeitdruck, aber mit Carla halt definitiv. Und das ist das Problem an kurzer Lebensdauer. Ich lasse jetzt auf jeden Fall nochmal erstmal weiterlaufen. Und dann können wir ja vielleicht gleich irgendwo hingehen. Ich möchte nicht mit Jess zum Gewürzfestival, glaube ich. Vielleicht platziere ich ein Restaurant oder so, wo wir uns dann treffen. I don't know. Und dann können wir ja... Hier, ich mache eine dampfende Dusche, dann können wir ja... Ein bisschen Chillomelo, ne? Genau. Mir wurde auch geschrieben, ob man nicht vielleicht machen könnte, dass man quasi auch nur begrenzt reisen darf. Also wenn dann nur in der eigenen Stadt und dann halt einmal die Woche oder so, vielleicht woanders. Da würde mich interessieren, was ihr davon halten würdet. Ich finde es tatsächlich ziemlich cool, weil dann würde man halt auch mal ein bisschen mehr so das Gefühl bekommen, dass was Besonderes ist, irgendwo anders hinzureisen. Und ja, das wäre halt schon ziemlich cool, ne? Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt schon ein Restaurant platziert hatte, deswegen gucke ich das am besten einfach mal nach. Und platziere das dann schon. So, ich suche dann immer nach dem Namen der Stadt als Hashtag. Gebe dann Haushalt an. Nicht Haushalt, Grundstücke, Grundstücke. Ich meine Grundstücke, no! Grundstücke. Und dann Größe, ich suche ein Grundstück für 30x20. Preis ist egal. Und die Grundstücksart stelle ich dann auf Restaurant. Dann können wir uns mit unserem Girl vielleicht mal treffen. Oh, das hier, finde ich, passt richtig cool rein in die Umgebung und so. Deswegen würde ich tatsächlich sogar das hier nehmen schon. Ich like das mal, damit ihr das eventuell dann auch findet. Also ich finde, das sieht cool aus und ich finde, wie gesagt, das passt hier auch ziemlich gut rein. Me like. Me like. Also, ist halt eher so deinerartig, aber ich kann mir gut vorstellen, dass sie das hier... Entschuldigung. Dass die hier hingehen würden. Warum? Why? Da hat jemand schon damit gespielt und es dann erst hochgeladen. Kritisch, sag ich mal. Aber egal, wir nehmen das jetzt. Hallo, sie soll noch zu Ende duschen. Entschuldigung. Junge Dame. Und dann werden wir Carla einfach einladen zu einem Date. Und dann gehen wir natürlich dahin. Ich hoffe, dass diesmal funktioniert, weil in letzter Zeit, wenn ich neue Restaurants platziert habe, ist es halt oft gewesen, dass die nicht so gut funktioniert haben. Deswegen habe ich jetzt einfach die Hoffnung, dass das hier funktioniert. Das wäre sehr, sehr schön, weil es ist nervig, wenn sie nicht funktioniert. Und ich liebe dieses Dine-Out-Pack einfach so sehr. Girl, du bist so hübsch. Me like. Oh, Zyklus von Carla lösen. Ja, bitte. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt bei ihr dann eingestellt habe, dass sie dann schwanger werden kann oder ob also oder sie beziehungsweise sie halt schwängern könnte. So, und dann sie kann ja erstmal einen Kuss hauchen, zum Hallo sagen. Mega süß und so. Mwah. Oh. Sie hat wirklich so ein Mwah-Geräusch gemacht. Richtig süß. Me like. Und dann setzen die sich vielleicht einfach hier hinten an so einen Tisch.
Aber es ist halt schon cool designt, auf jeden Fall. Also, da hat sich jemand Gedanken gemacht. Das gefällt mir. Irgendwie erinnert mich es an Life is Strange. Ich weiß nicht wieso, aber. So. Da ist unsere gute auch schon. Und dann können die ja noch mal ein bisschen weiter, so ein bisschen. Ja, so ein Anmachspruch oder so. Und dann können wir auch schon was bestellen. Sie hat bestimmt Hunger. So, wir geben heute einfach für sie aus, weil. Das soll ja was Offizielles sein. Es wäre schön, heute mal aus dem Haus zu kommen. Ich bin so froh, dass ich mich entschieden habe, rauszugehen. Oh. Die sind auch beide halt schon richtig kokett und so. Richtig süß. Die sind richtig in love. So, und wir nehmen ein Wasser, weil wir sind ein Vampir. Und unser Girl, die nimmt so eine Creme-Cola. Ja. Und, ja, eigentlich sollten wir dann nicht unbedingt was essen, oder? Also, ich weiß nicht, ich glaube, das bringt nicht so viel, oder? Obwohl, so Haferbrei, gönn. Und sie kann, ich glaube, das ist eher für Frühstück oder so, kann das sein? Also, es sieht irgendwie mehr Frühstück aus als alles andere. Aber YOLO-Modus. So, und sie gönnt sich hier Omelette für 18 Simoleons. So viel Geld gebe ich für dich aus. Du bist mir wichtig, Girl. Tiefgründige Gespräche kriege ich auf jeden Fall hin. Also, ist ja auch sinnvoll, tatsächlich. So ein bisschen jemanden näher kennenzulernen. Also, sie hat gerade so einen Plasmabeutel geholt. Sie so. Ich zeige dir ganz unauffällig, dass ich ein Vampir bin. Lol. Oh, wir können sie jetzt schon bitten, Freundin zu sein. Süß. Komm. Let's go. Nochmal so. Flirty, flirty. Oh, süßi. Oh, die zwei sind halt schon cute zusammen, ne? Not gonna lie. Ich mag die sehr gerne. Oh, süß. Carla ist soeben die Freundin von Sky geworden. Wieso ist sie jetzt traurig? Heiratsantrag machen? Achso, die Romantik reicht nicht. Ich dachte schon so, was? Baby-Müllcontainer machen. Okay, ich kann auf jeden Fall Baby machen drücken, das ist gut. Wir können erstmal ein bisschen aufreizend posieren. Ich würde gerne auch erstmal, dass wir uns wieder hinsetzen. Weil wir wollen jetzt natürlich auch erstmal essen und dann können wir ja später vielleicht noch gucken. Ich würde sie halt auch relativ früh schon einziehen lassen und so. Ich würde aber erst zusammen wohnen und dann erst ein Kind zeugen. Glaube ich. Also, weil sonst finde ich das ein bisschen doof. Aber die zwei, die fühle ich auf jeden Fall. Also, ich finde, die sind schon cute, oder? We love the girls. Dann können wir ihr nochmal so ein Kompliment über das Aussehen machen, weil sie ist eine hübsche Dame. Erotischer Austausch. Girl. Wo geht sie denn hin? Was ist ihre Mission denn? Aber ihr Promis sind schon wieder, oh ne. Ich hate es. Ich habe gar nicht die Möglichkeit, über Essen zu sprechen. Ey. Aber naja, YOLO. Ich lasse die jetzt noch ein bisschen flirten. Super romantisches Kompliment machen. Oh, das ist immer richtig süß. Bei dir fühle ich mich wie eine Frau. Okay. Bei anderen nicht. Ich hinterfrag's einfach nicht weiter. Und dann können wir auch nach Beziehungen fragen. So, was denkt sie denn so darüber? Bei dir kommen die Dinge für mich emotional nicht wirklich voran. Was? Warum das denn? Hey. Also sie findet uns doch schon nice, oder? Also das hat sie uns ja schon eigentlich gezeigt. So, wenn ich mit dir flirte und so, dann findet sie es auch mal richtig geil. Ich weiß nicht. Dann können wir sie ja nochmal küssen. Und dann würde ich schon mal bezahlen. Und vielleicht suchen die jetzt, wühlen die gleich einfach mal nach dem Kick. Wie wär's? Nach Kickwühlen mit Carla. Wie wär's? Also ich meine, vielleicht ist jetzt einfach der Moment dafür und vielleicht denkt sie sich dann so, oh mein Gott, jetzt will ich für dich mit dir für immer beisammen bleiben. Well. Oh nein, sie wird possessed. Nein, ich wollte ein Techtelmechtel. 3 Stunden, Alter. Die denkt sich auch nur so, ah. Oh, wie süß. Sie hat dir noch einen Kussi gegeben. Ach, Carla, wieso pupst du so? Ich kann sie jetzt noch nicht mal nach Hause schicken. Glaube ich. Doch, ich kann sie jetzt nach Hause schicken. Naja. Dann ist das halt ein sehr komisches Ende. Von diesem Date. Ja. Ein paar Blumen zur Erinnerung. Achso. Ich glaube so Deko-Blumen. Naja, gut genug. Oh, süß. Eine einzelne Rose. Schön. Ich meine, immerhin ist ein bisschen Deko im Haus, wa? Oh, sie hat heute frei. Girl. Wir gucken mal, ob wir noch schnell irgendwie irgendwas ausgraben können oder so, wenn ich irgendwas finden sollte. Weil hier in der Umgebung ist es halt echt nicht so geil, was sowas anbelangt. Da habe ich eine Sache gefunden, wow. Hardcore. Wow. Ich glaube, das war es dann auch schon wieder soweit.
Ah, we stan. Nee, da kann ich auch noch eine Sache. Wow. So, und dann lauf nach Hause. Und dann verkaufe ich das beides einfach mal. Sind immer in 76. Woo. So, und dann würde ich jetzt noch einmal rollen, weil heute ist ja der Samstag, der neue Tag. Mal gucken, 65. Es kommt drauf an, was das jetzt dann für ein Dings ist, weil ich kann nicht mehr so lange aufnehmen. Und ja, ändere deine Art und Weise, wie du läufst. Okay, das kann ich auf jeden Fall jetzt noch hinbekommen. Denn dafür muss ich in den Creator Sim gehen. Ich gehe mal in den Cast for Edit Mode. Dann kann ich mich gucken, ob sie schwängern kann. Oder ich eingestellt habe, dass Carla dann schwängern kann. So, jetzt ist die Frage, was machen wir? Selbstbewusst? Das ist irgendwie ein bisschen wild. Hm. Das ist, nein, das ist nicht, definitiv nicht. Das ist halt sehr lässig, to be honest. Das ging auch fit. Das sehe ich jetzt nicht so. Dafür ist sie nicht die Lady für. Und das ist auch irgendwie nicht so das, was ich sehe. Also die meisten Gänge sind halt schon ein bisschen, was soll das? Erstmal posen. Same. Aber ja, dieser Federgang ist auch eigentlich ganz okay, aber ich würde, glaube ich, am ehesten dann den stolzen Gang bevorzugen. Ja, und dann gucken wir jetzt mal nach. Sie kann schwanger werden. Okay. Das ist gut zu wissen. Gut, wir haben unseren Gang geändert. Wir haben unseren Dreh geschafft. Das heißt, wir können uns vielleicht nochmal ein bisschen näher mit Carla nähern. I don't know. Vielleicht, wir können ja, weil wir möchten ja, dass sie aber jetzt einzieht. Vielleicht schaffe ich es ja, dass ich hier so eine kleine Küche oder so mit einbaue. Und, I don't know, vielleicht, dass man das ein bisschen besser baut. Ich konnte mir jetzt noch kein Klo leisten, aber es sieht doch schon eher aus wie ein Haus. Also ich konnte mir jetzt auch noch keine Küche leisten und so, aber zumindest könnte sie jetzt bei uns schon mal übernachten und dieser Kuchen verdirbt ja eh nicht. Das heißt, davon kann sie sich ja erstmal ernähren bei uns. Könnte sie sich. Das wäre tatsächlich doch eine Idee. Aber ich kann sie jetzt halt dann trotzdem noch nicht einziehen lassen oder so, ne? Weil ich meine, wie gesagt, also es wäre schon sinnvoll, wenn sie hier dann vernünftig leben könnte, weil sie ist halt kein Vampir. Sie braucht Essen, sie braucht eine Toilette und so. Ohrhörer. Die kann ich verkaufen. In Welt platzieren, bitte. Wo hat sie die denn platziert jetzt? 220. Dann kann ich mir zumindest schon mal ein Klo leisten. Das ist nämlich wichtig. So, eine Küche ist halt ultra teuer, ne? Das ist halt das Problem. Ich kann mir halt nicht mal so einen Kack-Kühlschrank kaufen. Das ist doof, aber ich habe auch eigentlich gar keinen Platz. Das heißt, ich muss das Haus sogar noch ein bisschen größer machen. Nicht genug Geld. Okay. Dann hätten wir noch 8 Fliesen über. So, jetzt hätte man zumindest genug Platz noch für eine Küche oder so. I don't know. Wir werden sehen, wie wir das dann handhaben. Tiny Häuser und so. Aber irgendwann, wenn wir genug Geld haben, dann können wir auch mehr machen in unserem Leben. Es ist auf jeden Fall anstrengend, ein bisschen, aber wir tun's für unser Girl, ja? Kommst du mich besuchen? Du weißt, wie sehr ich dich vermisse. Ich will ein schönes Gesicht sehen. Ja! Ich wollte ja eh mich mit ihr treffen. Perfekt. Schattenvilla? Als ob sie hier wohnt. Krass. So, dann, bitte den Zyklus lösen, danke. Dann machen wir ein super romantisches Kompliment. Und dann
Nickerchen machen, ja, ganz sicher. Sieh dir an, wer heute super schön aussieht. Ich kann meine Augen nicht von dir lassen. Oh. Lass uns zusammen hier sitzen. Oh, noch nicht so weit weg. Und dann können wir vielleicht mal ein bisschen prächtiges Gewand loben. Überbeutet ratschen. Let's go. Wir wollen uns natürlich auch hier ein bisschen um den Feiertag kümmern, ne? Und dann random können wir einfach mal ein bisschen rumschmusen. Tiefe Verbundenheit. Sky und Carla sind durch ein mächtiges Band verbunden, was zu Stärke und Wohlbehagen führt. Oh, Babys. Ich möchte hier mehr Licht haben, damit ich gleich schöne Screenshots machen kann. Ja, die zwei beiden, ne? Schon mega süß. Ich meine, schaut euch an, wie Sky Carla einfach anschaut. Wie süß. Ich liebe die zwei sehr. 9 Piraten machen. Sie können ja auf Tuchfühlung gehen, meinetwegen. Weil, wie gesagt, also das hechte Mächte in der Nacht, das hat ja jetzt nicht so gut geklappt. Und vielleicht holen ihr das einfach mal nach. So, dann rühren die halt nicht nach dem Kick, sondern gehen einfach nur auf Tuchfühlung. Ist doch vielleicht viel schöner. Und ich meine, ich habe Risky Woohoo an. Das heißt, ich könnte theoretisch trotzdem schwanger werden. Wir lieben es ja. Oh, Schnieke sieht der beide aus, sag ich mal, ne? Zwei hübsche Frauen hier. Holt die Kerzen raus. Sorge für Romantik. Sky hat das erste Techtelmächte. Ja. Juhu. Erstes Techtelmächte. Dann können wir sie ja nochmal loben für ihr prächtiges Gewand. Denn, wow. Ich meine, sie hat halt auch Tattoos und so. Das ist mir, als ich sie umgestylt habe, auch zum ersten Mal aufgefallen. Davor hat man das ja gar nicht gesehen. Und das ist einfach nur mega nice. Also, keine Ahnung, also ich finde, die passen einfach so gut zusammen. Ich liebe es einfach so sehr, sehr. Ersten Kuss beschreiben. Oh, ich liebe dieses mit den Erinnerungen, ne? Ich weiß gar nicht, mit welcher... Über das Date sprechen. Oh, mit welcher Mod das kommt, weiß ich gerade gar nicht. Ich glaube, Slice of Life. Aber eigentlich ist es auch egal. Also es ist auf jeden Fall cool. Oh, die zwei beiden einfach. Und sie ist so richtig so, oh, glücklich. Happy Girl. Oh, jetzt haben die auch noch absolute Verehrung. Oh, ich lieb's. Oh, die lieben sich halt einfach wirklich so, so sehr. Und das ist so, 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 so schön. Ich würde dann sagen, wir kümmern uns dann halt ab dem nächsten Part intensiv darum, dass die beiden zusammenziehen können. Und dann... Dann geht es richtig ab. Dann kommen wir richtig in Fahrt. Weil dann werden wir so weit gehen, dass sie dann schnellstmöglich schwanger wird, dass sie schnellstmöglich heiraten und so. Weil, wie gesagt, Carla hat jetzt auch nicht mehr so viele Tage. Und es ist einfach wichtig, dass es jetzt ein bisschen zügiger vorangeht. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie das dann alles wird. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin und tschüss!